Wir sprechen jetzt mal über diese Menschen, diese Wilden und diese da-da-da-da-da, ne? Ich kenne es, Träume zu haben und alles um meine Träume zu tun, so, das kennen wir alle. Und dann wird aus diesem Anderen, aus diesem Migranten auf einmal ein Mensch. Und dann haben wir alle eine Geschichte, die uns alle verbindet. Unser nächster Gast ist ein fantastischer Schauspieler, weshalb er auch gerade den Deutschen Schauspielpreis abgeräumt hat. Und er ist auch ein fantastischer Tänzer, denn das findet sogar Beyoncé. Denn mit Beyoncé war er auf Tour. Kann auch nicht jeder von sich behaupten. Freut euch auf Eugene Boateng. So, Moment hier mal. Also, ich feiere wirklich noch auf dem Stuhl, ne? Du warst mit Beyoncé auf Tour. Ich kann nicht mehr. Ich liebe Beyoncé. Ich will wissen, wie riecht sie? Mal, ich muss aber Sag es mir. Ich muss es aber auch sagen, ich war die Vorgruppe für sie. Also ich war nicht, ist egal. Wie riecht die jetzt? Macht das nicht klein. Ich habe sie auch nur einmal gerochen. Also wir haben uns nur kurz gesehen. Aber es war jetzt nicht, also es war fantastisch, oder? Fantastisch. Fantastisch. Ja, gut. Beeindruckend auch, wie gerade schon erwähnt, der Deutsche Schauspielpreis, den du für die Hauptrolle in deinem neuen Kinofilm Borga erhalten hast. Ja. Herzlichen Glückwunsch dazu. Danke sehr, danke sehr. Wie war das, was war dein Gefühl oder erster Gedanke, als gesagt wurde, dass du den Preis bekommen hast? Ich wusste nicht, ob ich den Preis wirklich will, so, ob ich den wirklich tragen kann. Wieso? Kann ich den Preis? Will ich den? Oh Gott, bin ich bereit dafür? Oh Gott. So, und als sie meinen Namen aufgerufen haben, dachte ich nur so, okay, tief einatmen. Einfach einatmen, ausatmen. Gib dir kurz ein paar Sekunden. Und dann habe ich mich bei, habe ich Jörg, unseren Regisseur, habe ich kurz die Hand gegeben, so, danke, bin aufgestanden und zur Bühne so, wackelig so, ne? Und habe versucht, mich so ein bisschen im Griff zu halten, weil ich das war zu viel. Warst du aufgeregt? Natürlich, ja. Ich habe keine Luft mehr bekommen. Ich war abgekackt. Und dann habe ich ein bisschen gesprochen, dann habe ich diesen Preis in der Hand gehabt und dachte so, ey, das passiert hier gerade wirklich? Und schauen wir uns jetzt mal an. Haben wir nämlich einen Ausschnitt aus deiner Dankesrede. Kacke. Der 10. Deutsche Schauspielpreis in der Kategorie männliche Hauptrolle geht an Eugene Boateng. Danke. Wow, das ist wirklich passiert. Wow. Ich danke einfach allen. Ich danke Gott, meiner Familie. Ich hoffe, dass das hier ein Zeichen ist, dass wir da mit den Brüdern und Schwestern wirklich Hoffnung schenken können. Lass uns gemeinsam positiv bleiben und gemeinsam Deutschland positiv beeinflussen, Ghana positiv beeinflussen, meinetwegen die ganze Welt positiv beeinflussen. Herrlich, ich liebe deine Reaktion, ich liebe auch den Schrei. Hast du das Gefühl jetzt noch vom Schrei? Oh Gott, natürlich. Ich hätte gerne noch länger geschrien. Wow. Ja. Aber du hast gesagt, du warst dir nicht ganz sicher, ob du den Preis haben willst oder nicht. Wie meintest du das? Ich glaube, ich habe mich gefragt, habe ich es verdient? Echt? So, ja, ich habe mich gefragt, habe ich es wirklich verdient? Und ich musste Ja sagen, bevor sie, ne? Ich musste zu mir selber, ich musste Ja sagen. So, ich war so, okay, habe ich verdient? Will ich das nicht? Okay, ja, Eugene Boateng, scheiße, okay, ist wirklich passiert. Ne, das ist das Erste, was man sieht, wie ich atme. Yeah. Ich atme ja nur so. Und, yeah. Ja, es ist krass. Welche Bedeutung hat der Film für dich und auch fürs Publikum? Boah, deep und deutlich, ne? Also, weißt du, mein ganzes Leben lang hier in Deutschland habe ich den Wunsch gehabt, den Fernseher anzumachen oder ins Kino zu gehen und jemanden zu sehen, mit der Person ich mich identifizieren kann. Eine Geschichte zu sehen, wo ich sagen kann, wow, die Geschichte kenne ich. Ich kenne das von zu Hause. Und irgendwie ist mir das immer ausgeblieben. Und ich habe dann so mit der Zeit gedacht, okay, weißt du was, ich habe mir das jetzt als Kind immer gewünscht, habe es nicht bekommen, aber ich will es dann kreieren, so, weißt du? Ich will das irgendwie schaffen, damit die nächsten Kids, die dasselbe Gefühl haben wie ich, vielleicht dann die Chance kriegen, etwas zu sehen und zu sagen, wow, ich kann mich damit identifizieren, ich kenne die Geschichte und. Und dann habe ich auf einmal dieses Drehbuch so auf dem Tisch und denke mir so, krass, das ist die Chance, das ist die Chance. Nebenbei war es auch immer so mein Traum, die Geschichte meines Vaters zu erzählen. Und dann habe ich dieses Drehbuch auf dem Tisch. Das ist so, okay, Tür, puff, aufgetreten. Und die kleinen Eugens oder Eugenias, weißt du, oder Queers und wie die alle heißen, denken jetzt, okay, ich kann auch Schauspieler oder Schauspielerin werden. Wir schauen einmal kurz rein und dann quatschen wir weiter. Okay. Charlie.
Egal, was du tust, tust für deine Familie. Hey. Hey. I'm from New York. It is easier to be an American than an African. So where are you from then? Sawusha ehanuma. Atena u. Yeye yamwa. Nu akwasampa fo. Ofeso ya kwasapeniana. Willst du wirklich alles machen? Meine Leute sterben wegen unserem Scheiß. Unimini enti awe boy. Pesem pesem boam. Wrong. If you say you are set here, Oga. Genau, das ist nämlich die Geschichte eines Mannes, der aus Ghana nach Deutschland kommt. Mhm. Und diese Geschichte kennen sehr viele Menschen, mhm, aber auch sehr viele nicht. Ja, ich glaube halt, die Geschichte ist für ganz Deutschland wichtig, weil zum einen kriegen wir so eine Perspektive, weil es gibt halt, es gab über die Jahre Filme, die über die Afrikaner gemacht wurden, ne? Und über andere Kulturen. Und wir sprechen jetzt mal über diese Menschen, diese Wilden und diese da-da-da-da-da, ne? Und jetzt hast du so einen Film und du guckst dir die Geschichte an und denkst, krass, das ist ein Mensch. Das ist nicht der andere, das ist kein Alien, sondern das ist ein Mensch, so wie ich. Und ich kenne das Bedürfnis, dass es meiner Familie gut geht. Ich kenne diese Sehnsüchte. Ich kenne den Wunsch nach Anerkennung in meiner eigenen Familie. Ich kenne es, Träume zu haben und alles um meine Träume zu tun. So. Das kenne ich, das kennen wir alle. Und dann wird aus diesem anderen, aus diesem Migranten auf einmal ein Mensch. Und dann haben wir alle eine Geschichte, die uns alle verbindet. Und ich glaube, wir brauchen halt mehr solcher Geschichten, um die Verbundenheit zu erkennen, die wir einfach hier haben, so, weißt du? Voll. Kurze Frage in die Runde. Das ist Gänsehaut. Ja, ist krass, ne? Ist ja. Das toll. Wer von euch weiß, was, also der Film heißt Borger. Wer weiß, was Borger bedeutet? Hm. Keiner? Also erklärst du uns jetzt. Also ich weiß, wir wissen es ja mittlerweile, aber ich wusste es auch vorher nicht. Erklär mal, was ist ein Borger? Mhm. Borger ist, also Borger werden in Ghana Menschen genannt, die in die westliche Welt ausgewandert sind und es zu Wohlstand bringen, zurückkommen nach Ghana und dort halt eine Riesenwelle schmeißen. So, ne? Das heißt, die haben es geschafft. Und das Wort kommt aus dem Wort Hamburger, weil die Ghanaer halt zuerst so nach Hamburg kamen. Und ein Hamburger wird in Ghana Hamburger genannt. Und die Abkürzung von Hamburger ist Borger. So, das ist krass. Ah, krass, ja, okay. Story, ja. Und als Borger im Film dann bist du ja auch zurück nach Ghana. Mhm. Also im Film, wie war es denn für dich, in Ghana zu drehen? Das größte Geschenk. Es war krass, in Ghana zu drehen, weil zum einen, so, du kommst ans Set, bist umgeben von Ghanaern. Ne? Das ist erstmal krass. So, wenn ich in Deutschland drehe, ne, bin ich der einzige Schwarze. So, dann bist du in Ghana und auf einmal bist du umgeben von Ghanaern und denkst so, yo. Ich muss nichts erklären. Ich muss gar nichts erklären. Die sprechen meine erste Sprache, weißt du? So, das heißt, ich kann einfach tree mit allen sprechen. So easy. Und so, ich meine, ne, wenn du hier in Deutschland Show bist, durchgehst so, und dann bist du halt in der Maske, ist es jedes Mal eine Herausforderung, was du mit der Maske machst. So, ne? Oh, wir haben heute leider dein Tarn nicht dabei. Aber so. Wir kriegen es vielleicht hin. Aber wir kriegen es vielleicht hin, so, weißt du? Deine Haare, was machen wir mit deinen Haaren heute und so, weißt du? Und dann bist du in Ghana und dann gehst du in die Maske so, hey, was geht ab, alles klar oder was? Ja, okay, gut, mit deinen Haaren machen wir jetzt nicht so, oh my days. So richtig krass so. Also ich wünsche mir, noch mal so ein Gefühl zu bekommen, aber sowas fühlt sich wie once in a lifetime an und das ist krass. Was dann bestimmt auch mega stolz, oder? Ja, übertrieben. War man dann vor Ort überrascht, dass du so akzentfrei und perfekt wie sprichst? Ja, ja, ja. Also ich muss auch immer wieder Props, danke an meinen Vater sagen. Mein Vater hat darauf bestanden, dass wir zu Hause mit Tree sprechen. Mhm. Und ich erinnere mich an eine Zeit, wo ich dann auf Deutsch geantwortet habe, wenn mit mir Tree gesprochen wurde. Und er so, hey, zu Hause wird nur Tree gesprochen. Ich so, alles klar. So, und dann nichts mehr gesagt. Nichts mehr. Nein, mein Vater war Soldat, weißt du? Also der, für den Disziplin und so, Regeln und Respekt, das ist Nummer eins.
Und das bedeutet, ich spreche heute noch mit dem. Ich traue mich nicht, mit dem Deutsch zu sprechen. Also selbst wenn mir ein Wort nicht einfällt, bin ich so, okay, was mache ich jetzt? Ich kann nicht in Deutsch switchen, ich muss Tree irgendwie. Oh, dann switche ich lieber ins Englische, so, weißt du? Das heißt, ich kam dann da an und habe dann so, so die ersten Leute vom Team dann kennengelernt. So, und die gucken mich an, so, ah, so you're Yuji, ne? Ich so, mhm. So you speak the Tree? Ich so, mhm. So when I ask you, how are you, can you answer me? Und ich so, yes. So hat sie gesagt, oh, Charlie Bocon, und so, oh my days, und die haben sich so gefreut, you speak the tree und so, ne, dass ich akzentfrei spreche, und woher habe ich das gelernt, und wie kommt das, und wow, und da, 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 und so, weißt du. Und ich habe ja, ich habe nicht nur die Sprache gelernt, sondern die Kultur. Also wir zu Hause, wir haben mit der Hand gegessen, so, ne, also so wie man alles, auch so mit Papier und Garé und alles Mögliche, habe ich halt zu Hause so gemacht, wie man das in Ghana im Dorf macht, so, weißt du. Und ich war ein bisschen stolz so, dass ich das so repräsentieren konnte, und ja, das war schon geil. Du hast mit Mut und Kraft und Ausdauer und Fleiß ja sehr viel erreicht jetzt in deinem Leben. Hast aber auch gesagt, in den ersten 30 Jahren bist du eigentlich quasi ohne Geld aufgewachsen oder was, ohne Geld oder wie. Ne? Yes. Jetzt habe ich aber gehört, du hast ein 6-Kontensystem. Shit, okay. Ja. Was ist das? Was ist das? Also ich habe das gegoogelt und also nicht gegoogelt. Was hast du gegoogelt? Ich habe in ein paar Büchern, ne, habe ich es gelesen. Ne? Also Rich Dad Poor Dad habe ich gelesen. Ich habe Reich als die Geistens gelesen. Also sagen wir so, ich bin broke groß geworden, ne? So, und habe so das so ein bisschen mitgenommen, und ich kenne das. Es ist angenehmer für mich, oder es war immer angenehmer für mich, kein Geld zu haben, weil das war das, was ich kannte. Mhm. So, ne? Und sobald ich Geld hatte, war ich so. Rah! Lass mal alle essen gehen, ich lade alle ein, Geld weg. Oh shit, was mache ich jetzt? Miete, ah! So, ne? Irgendwann habe ich gedacht, weil so im Leben sind halt, ne, so Auf und Abs und so weiter. Und als Künstler hast du gute Zeiten und dann hast du wieder schlechte Zeiten. Und ich war nie für schlechte Zeiten vorbereitet. So, ich hatte die guten Zeiten, da war ich ein Big Spender. Und ich bin leider, meine ganzen Jungs und Mädels waren alle broke. So, weißt du, das heißt, da war jetzt niemand um mich, der meinte so, yo, guck mal, lass uns so mit Geld umgehen. Sondern wir waren alle so, oh, you just got Geld, let's go. Und dann war irgendwann halt so die schlechten Zeiten, und dann war ich so, scheiße, okay, wie mache ich das jetzt, wenn die nächsten 2-3 Monate kein Cash reinkommt, so, ne? Und ein 6-Konto-System, das bedeutet, du hast 6 Konten, 50% hast du für laufende Kosten, ne? 10% hast du für Rücklagen, 10% hast du für Spenden, 10% hast du für Spaß, so einfach nur auf den Kopf hauen, und 10% hast du für Weiterbildung. So, und dann hast du, ich glaube, das war's, ne? Da hast du 6 Konten. Genau, das heißt, du hast halt, ne, du musst halt nicht alles ausgeben, außer das Spaßkonto. Das ist wichtig, dass du jeden Monat dieses Konto leer machst. Okay. Ja, weil, ne, das ist halt so ein psychisches Ding, so, dass der Körper, also der Mensch muss verstehen, dass er so sich was gönnt, so, und dann ist es einfacher, dann auch Geld zurückzulegen, ja, zu sparen und so weiter und zu investieren und so weiter und so fort, ne? Sagen wir mal, du müsstest jetzt ein Weihnachtsgeschenk, ist ja Weihnachten vor der Tür, du müsstest dir was richtig, was Geiles, aber auch ein bisschen unvernünftig zu Teures kaufen. Einfach mal gönnen aus deinem 10% Kontosystem für Gönnung. Boah. Was wäre das? Also es gibt so ein paar Sachen auf jeden Fall, ne? So, es gibt, also es gibt Schuhe, es gibt Uhren, und es gibt die Playsy 5. So, das sind so, glaube ich, da würde ich, und ich traue, also es ist wirklich krass, also ich habe halt schlechtes Gewissen, weil ich weiß auch nicht warum, so, ich höre halt immer wieder, es hat was mit meinem Sternzeichen zu tun. Was halt ist dein Sternzeichen? Ja, so das Leid der Welt beschäftigt mich so, ne, den ganzen Tag so, oh Gott, eher melancholisch, ne? Ja, so voll emo, richtig emotional und so, weißt du? Wenn ich mir was Krasses gönne, denke ich, ich kenne Menschen, die können sich das gerade nicht gönnen, und ich mach's einfach. Und das ist krass, das kriege ich nicht hin. So richtig, aber weltschmerzmäßig. Ja, ganz schlimm. Aber ich muss es lernen. So, und ich probiere es mit Kleinigkeiten. Ne? So, auch so, also ein Freund von mir hat mir gesagt, Eugene, gönn dir mal eine teure Hose. Und ich so, boah, ja, okay. So. Und der so, ja, kauf mal, tu mal Geld rein, das ist auch gut. Und so, ich so, Hast du gemacht? Noch nicht bis jetzt. Ich hab's noch nicht geschafft. Halt, nicht wegklicken. Hier geht's direkt weiter zum nächsten Deep und Deutlich Talk. Und hier geht's zum Talk von unseren KollegInnen von Sounds Off.